Herbst. Hallihallische Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz Edition. So, mal ein bisschen umgestellt. Willkommen zurück. Wir haben im letzten Part die Siegestraße betreten, haben den Heiler schon gefunden und haben heute vor, die Siegestraße weiterzumachen. Ich weiß nicht, wie weit unser Fortschritt ist, um ehrlich zu sein. Wir werden mal sehen. Erstmal das Team ein bisschen hier umstellen. So, so sieht das doch schon viel besser aus. So, dann wollen wir doch mal sehen, was wir hier so haben. Da können wir noch nicht weiter. Da ist mein Schutz ist scheinbar noch nicht aktiv oder ist nicht mehr aktiv. Oder ich bin einfach vom Level her drunter. Okay. Das wird's wohl eher sein. Du bist willkommen. Ja, voll krass, Mann. So, dann werde ich doch mal wechseln. Ich möchte doch relativ gut durchkommen. Und nicht die ganze Zeit hier aufgehalten werden. Tut mir leid, Kaken. Moment, war da ja. Doch, da kann ich hoch. Moment, da kann ich hoch. So, dann hier der Stärkefelsen. So, ermöglicht den Felsen zu bewegen. Das ist sehr schön. So, dann haben wir hier unten noch einen Ausgang. Ach, diese Straße, sie ist so groß. Die ist einfach zu groß. Dann kann ich wahrscheinlich den runter irgendwie. Keine Ahnung, wir werden mal sehen. Auf jeden Fall möchte ich hier oben denn erstmal lang. Trainer, hi. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich meinem Pokémon zu Sieg verhelfen kann. Und da habe ich dir endlich die Antwort. Und wäre? Dich besiegen lassen und sowas? Marcel mit Klick-Klack. Welchen hatte ich denn nochmal vorne? Ich glaube, Branner war's, okay? Nee, da will ich nicht Brandawatz haben, da will ich Akanosau haben. Vorhin, ich find's gerade ziemlich krass, die Level sind ziemlich unterschiedlich. Das steigert welchen Angriff? Initiative steigt stark und ist leichter geworden. Ah, das ist sehr schön. Initiative, die Leichtigkeit zu senken. Oh Gott, nein. Danke. Ist sehr, sehr gut für unser Akanosau. Weil es einfach nicht Watz macht und dann ist es weg. Level 43 für Akanosau. Yay. Flammenwurf. Oh, schön. Ja, komm, hier die Nitro-Ladung. Oder machen wir den Armschluss weg? Nee, die brauche ich eventuell nochmal. Hier, komm mal, Nitro-Ladung weg. Flampivian, da ist doch, ja, Branawatz, das ist das Einzige, was ich da irgendwie einsetzen kann, so großartig. Das einzigste Wasser-Pokémon im Team, verständlicherweise. Ich brauche ja auch nicht mehr. So, sieh den Wassereimer bitte. Warum schwebt das Ding eigentlich so leicht? Seht ihr das? Das schwebt einfach mal über dem Screen. So. Boah, du besiegst. Das ist sehr schön. Und auch ein Brandawatz. Okay, da werde ich Baumball einsetzen. Energieball. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir wollten... Au. Solarstrahl, glaube ich, haben, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas wollten wir ja haben. Bevor wir es entwickeln. Ich weiß es aber nicht mehr genau, was es war. Kengen erreicht Level 41. Das ist sehr schön. Ich habe wohl einfach nicht früh genug verstanden, wie die Taktik aussieht. Ja. Yeah. Genau. Genau das hast du getan. So, da haben wir hier einen Hyperheiler. Ja, gut. Nehme ich gerne mit. Gut, hier können wir scheinbar noch nicht groß weiter, oder was? Oder wie sieht das aus? Ja, hier können wir runtergleiten. Aber das will ich, glaube ich, gerade nicht. Ich will dann doch lieber nochmal eben noch nach unten eben heilen. Und dann gucken wir uns das mal eben an, wo wir denn landen würden. Mein Ziel ist es, der beste Dr. Zell zu werden. Das kannst du gerne versuchen. So.
Aber lieber, das ist nicht mehr so unpraktisch. So, dann einmal nach oben, nach unten und der Schutz wirkt nicht mehr. Ah, okay, wenn ich da oben bin, dann kann ich da runterrutschen. Okay, gut zu wissen. Habe ich keinen Schutz mehr? Oder war es der falsche Beutel? Da, Topschutz. Doch, habe ich noch. Wollte ich schon anmeckern. So, und nochmal nach oben. So, ach ja, ja, Mann. Hält mich gerade gewundert, so, hä? Moment, den habe ich doch aktiviert. So, einmal nach unten. Dann haben wir hier den nächsten Eingang. Was haben wir denn da? Ah, da sind Items. Und ein Veteranentrainer. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind die unterschiedlichen Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Das glaube ich dir gerne. Bandau. Und du mit deinem Brokkolos. Oh. Oh. Hi, Brokkolos. Ich glaube, Brandawatz ist ja schon gar nicht mehr so verkehrt. Glaube ich zumindest gerade. Kann sein, dass ich mich gerade auch mega irre. Ich meine, es war Gestein. Kann das sein? Das ist auch so ein Pokémon, was... Oh, Brand. Das ist auch so ein Pokémon, was ich eigentlich nie einsetze. Weil, ich weiß nicht, es ist halt schon... Okay. Nee, es ist, glaube ich, die letzte Mikro von Kieseling. Deswegen setze ich das nicht ein, weil ich nie mit Kieseling spiele. Zapplerang. Bleibe ich drin, glaube ich. Das ist, glaube ich, die bessere Wahl, weil Baumwoll wird das wohl voll abkriegen. Sobald er... Oh, Schwebe. Wie viel Schaden macht ein Siedewasser? Es ist auch nicht wirklich viel, aber es ist besser als gar nichts. Aber es macht mir... Und Verteidigung sinkt. Ich sollte eventuell rauswechseln. Bist du denn halb Drache oder bist du es nicht? Ich versuch's mal mit Gelatropo. Kann ja eigentlich nur schief gehen. Du machst Drachenattacken. Eventuell... Au. Das war sogar ein Crit. Das hätte ich jetzt gerne gewusst. Okay, ich komme durch, aber das wird mich wahrscheinlich... Oh. Hä? Volltreffer. Dankeschön, Gelatropo. Dankeschön. Haha, man war das in Spaß. Findest du, ich habe mein Team fast verloren. Ich glaube, ich habe sogar noch Kumo und mich. Wenn dich nicht alles täuscht. Oder auch nicht. Moment, das war die falsche. Da müsste die ja irgendwo sein, oder? Ja. Kumo und mich. Hab fast gar nichts mehr, aber nichtsdestotrotz hier sind wir fast damit durch. So. Na, ich brauche die in der Liga sowieso nicht mehr. Aus sehr empfindlichen Gründen. So, ein Hyperheiler. Danke sehr. Und dann können wir nach oben. Da ist auch noch was. Ein Kaboon. Wunderschön. So, immer nach oben. Oh, da sind wir schon, okay. Dort unten scheint ein Endlich zu liegen, aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Schon bei dem Gedanken da hin und dort sind, wird mir schlecht. Das hole ich mir, glaube ich, gleich mal. Was haben wir hier denn noch? Wahrscheinlich ist das hier der Kurzweg. Genau, der Weg zum, ich weiß gar nicht, war das ein Ast-Trainer? Doch, da ist er. Okay, hier ist einfach ein stumpfer Stein im Weg. Alles klar. Gut, dann rutschen wir gleich mal runter. Dann rutschen wir dann gleich mal eben runter und gucken uns das Item mal an, ob das sich lohnt, da runter zu rutschen. Nein! Oh, da ist auch nochmal ein Item. Ein Nugget. Yeah, Geld.
Geld regiert bekanntlich die Welt. So, So, einmal Topschutz. So, dann nochmal nach oben und noch mehr nach oben und noch mehr nach oben. Oh, noch ein Item. Ah, Drachenklaue, cool. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. So, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich weiter nach oben? Muss ich hier lang? Ich weiß es schon nicht. Wir sind wieder ganz nach unten gerutscht. Ich hätte vielleicht ganz nach oben gehen sollen und dann... Mann, jetzt darf ich die ganze Scheiße hier nochmal machen. Warum habe ich das gemacht? Das schiebt mich immer zurück. Mann, Mann, Mann. Der Schutz wirkt nicht mehr. Das ist sehr schön für den Schutz. Ich hätte tatsächlich oben mal eben kurz zur Liga gehen sollen und dann einfach jetzt wieder hochfliegen sollen. Das hätte es am einfachsten gemacht. Nein, TK machte sich das Leben viel zu kompliziert. Kennen wir ja. So, dann wollen wir nochmal an den Dingern vorbei. Wir müssen halt nach oben. Das ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Angabe. So, hier kommen wir gar nicht weiter. Mann! Ach ja, die schönen Siegestraßen der Pokémon-Welt. Wir lieben sie alle. So, dann wollen wir nochmal sehen. Das ist schon mal der Heiler. Das ist schon mal sehr gut. Moment, da ist auch nochmal ein Item. Wie komme ich denn an das Item ran? Apropos Item. Item-Radar. Ist das hier? Nö. Okay, ist das hier? Auch nicht. Alles klar, gut, dann weiß ich nicht, wie ich an das Item komme. Wahrscheinlich über die Treppe, die da gerade hingeführt hat. Die habt ihr ja gerade aus dem Augenblick hier auch gesehen. Ich weiß gar nicht, habe ich mein Team jetzt geheilt bei ihm? Ja, denke schon. Itemradar. Der Schutz wirkt nicht mehr. Oh Mann, ich hab das Itemradar auch gerade wieder angemacht. Badabam. So. Jetzt gehe ich nochmal zur Pokerliga kurz zu ihm hin. Wenn wir schon da sind. Pokémon-Liga. So, hier war irgendwo die Heilung. Da sind wir. Willkommen bei der Pokémon-Liga. Ist das eine besondere Pokémon-Liga? Ja, es war, glaube ich, doch, es war die erste, wo man sich aussuchen durfte, gegen wen man selbst antreten darf. Ich weiß gar nicht genau, welche Reihenfolge am sinnvollsten wäre. Wir machen das dann einfach im nächsten Part. Ich werde mir nochmal irgendwie die Siegestraße ein bisschen angucken. Ich meine, da fehlt uns noch ein bisschen was. Ich will einfach nur, dass ich hier wieder hochfliegen kann. Ihr wisst Bescheid. So. So, jetzt sollte hier genau ein Item. Stromstoß. Weiß ich nicht genau, was es bringt. Ich glaube, es ist... Es klingt sehr nach einer Elektroattacke, würde ich sagen. Stromstoß. Stromstoß. Also wenn er erzeugt Spannung und greift, er leidet selbst leichten Schaden. Okay. Also eine Elektroattacke. Interessant. Und hier haben wir wahrscheinlich die Tür, die uns zum. Zum dem ein. Genau, hier. Genau. Calcium. Ja, kann man annehmen. Gut, ich glaube, wir haben jetzt aber alles. Also die Items sind alle, die man irgendwie sehen kann, sind eingesammelt. Und ich würde sagen,
Wir machen uns auf. Wieder zur Liga. Das war ein kurzer Auftritt. Ich denke mal, wir machen heute den Part einfach kürzer. Oh, nochmal die epische Szene. Damit würde ich eigentlich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns demnächst mal wieder. Da geht's dann los mit der Liga. Ich bin mir nicht sicher, welches Team... Also, wie die Pokémon aussehen. Wie weit die vom Level sind. Das werde ich mich nochmal anschauen. Vielleicht muss ich halt nochmal leveln. Das könnte passieren. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal wieder von Let's Play Pokémon Schwarze Edition. Bis dann und bye bye.